Erlach, Sie durften für die Printing Personal System Group von HP nun 2 Awards mit nach Hause nehmen. Welche Stellenwert hatten diese Auszeichnungen für Sie? Diese Auszeichnungen sind für uns natürlich sehr, sehr wichtig und auch eine Bestätigung der Arbeit, die wir in den letzten 12 Monaten auch mit dem Channel eben getan haben. Und an der Stelle möchte ich mich vor allem nochmal bei allen Partnern bedanken, die so intensiv mit uns zusammenarbeiten und gerade den Erfolg auch der letzten 12 Monate mit uns miterlebt haben. Sie konnten ja jetzt die Krone bei den Druckern zurückerobern. Was denken Sie, woran lag's? Gerade im Printing-Bereich haben wir in den letzten 12 Monaten wieder sehr, sehr viel vorangebracht. Wir haben uns sehr stark auf das kommerzielle Segment eben fokussiert, um eben hier Partner zu unterstützen, gerade im Projektgeschäft und vor allem auch im Lösungsgeschäft, im MPS-Business noch stärker Fuß zu fassen, noch stärker und erfolgreicher bei ihren Kunden zu sein, zusätzlich eben aber auch noch mit neuen Innovationen, die wir eben zusammen mit Lasertechnologie, Tintentechnologie in Projekten angeboten haben mit der PageWide Array, dass wir Tintenstrahlgeräte rausgebracht haben und sehr stark vermarktet haben, die doppelt so schnell sind wie viele Laserprodukte. Ich glaube, das haben eben die Partner auch gesehen, dass HP wieder absolut zur alten Stärke zurückgekommen ist und mit dem Fokus auf den Channel im Markt vorangeht. Wir haben ja heute Abend einige Awards und einige Produktgruppen gesehen. Welche würden Sie denn gerne auch noch für HP in den nächsten Jahren mit nach Hause nehmen? Es ist natürlich immer klar, dass bei den Kategorien, wo man eben auch großes Business macht, noch nicht die Nummer 1 ist, dass es ein großer Ansporn ist, dort auf die Nummer 1 Position zu kommen. Wenn man sich das eben anschaut, gerade was den PC- und Printing-Bereich angeht, ist natürlich ein klarer Fokus im Notebook-Bereich, hier auf die Nummer 1 Position zu kommen. Wir haben in den letzten 12 Monaten sehr viel Boden gut gemacht, was eben halt auch den Erfolg im Markt darstellt, was auch Marktanteile angeht. Und das ist mit Sicherheit einer der Fokusbereiche, aber auch in anderen Innovationsthemen wie Convertibles und so weiter wird man noch sehr viel von HP in den nächsten 12 Monaten sehen. Vielen Dank. Dankeschön.